Also, stelle Ihnen vor Knut Krüger, kommt aus Deutschland, der ist Reitlehrer von Ausbildung, hat die Lehre in der Westfälischen Reit- und Fachschule unter der Leitung von Paul Stecken gemacht. Während dieser Zeit ist er Stallmeister und Ausbilder von der Jüngster gewesen an der Westfälische Reit- und Fachschule. Das heißt, dass er die Ausbildung der anderen Lehrling in Hand genommen hat. Ne? Genau. Der ist Autor von mehreren Fachartikeln, Publikationen und so und Mitautor von der Trainingslehre für Dressurpferde mit Frau Krüger, das wir heute Morgen gesehen haben. Ne? Okay. Denn ich gebe dir den Wort, wenn du noch etwas dazu sagen willst, bitte willkommen. Ja, ich versuche jetzt den Bogen zu schlagen von Leistungssport zu dem, was eigentlich überhaupt zum Leistungssport führen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich 95% der Pferde haben, die eigentlich nur ohne Turnierbeteiligung geritten werden. Also in Deutschland ist das so. Das heißt, da haben wir das Potenzial, wo wir für den Leistungssport daraus die neuen Pferde schöpfen können und auch die Reiter. Und mein Betätigungsfeld hat sich jetzt dahingehend entwickelt, dass ich zwar Ausbildung mache, aber mein Spezialgebiet ist inzwischen die Korrektur geworden. Denn ich habe eigentlich festgestellt, egal wo ich hinkomme, ich habe ein Korrekturpferd vor mir. Und das ist teilweise körperlich, weil sie einfach Schmerzen haben und teilweise auch psychisch, weil sie mit der Aufgabe nicht zurechtgekommen sind. Und daraus habe ich natürlich dann versucht herauszufinden, wie kann man sowas vermeiden. Und das wird jetzt dann der Vortrag sein. Ich fange mit den grundlegenden Einflüssen an. Wie man hier sieht, man kann ausgeglichene Pferde durch eine gute Aufzucht haben. Das ist natürlich jetzt von der Aufzucht sozusagen das maximale frei lebende Pferde auf 20 Quadratkilometern. Das hat man natürlich wenig, aber wir haben die gesehen, das war ein Forschungsgebiet, die Pferde sind absolut ausgeglichen. Die haben nur Stress, wenn eine Gefahr kommt, das Wolfsgebiet. Ja, also dann sieht man, wenn man überhaupt was sieht, überhaupt mal irgendwie außer soziale Interaktionen Stress bei den Pferden. Und was hier wichtig ist, die Pferde leben in einer kompletten Altersstruktur. Von ganz jung bis ganz alt. Die Pferde werden da oben geboren und sie sterben da auch. Und in dieser kompletten Altersstruktur lernen die ein gutes Sozialverhalten. Und was auch ganz wichtig für unsere spätere Arbeit ist, wenn die Pferde in einer guten Altersstruktur aufwachsen, dann lernen sie, dass andere Lebewesen ihnen Schutz bieten und Sicherheit. Sie können sich auf andere Lebewesen verlassen, auf die Ranghöheren in dem Fall. Und Pferde, die das gelernt haben, die können dann das auch auf den Menschen übertragen. Dann ist dann der Mensch derjenige, auf den sie sich beim geritten werden und beim Turnier verlassen können. Und das habe ich aus meiner Erfahrung mit der Arbeit mit Pferden festgestellt, wenn da die Aufzucht in der Beziehung etwas weniger gut ist, dann habe ich auch Probleme, dass die Pferde sich dem Menschen gut anvertrauen. Weil wir das nicht immer optimal haben und weil wir natürlich auch wollen, dass die Pferde schon an den Menschen gewöhnt sind, ist natürlich die Kombination zwischen guter Aufzucht mit großen Flächen und dem Händeln von klein auf durch den Menschen immer eine Abwägung. Und dann ist halt die Frage, wenn ich nur das eine oder das andere habe, was wäge ich ab? Also meiner Ansicht nach würde ich das freie Aufwachsen bevorzugen. Und aufwachsen in großen Gruppen, möglichst vielleicht sogar in einer Herde, die aus mehreren Gruppen besteht. Und die Gewöhnung an den Menschen später. Das ist aufwendig, aber es funktioniert. Man sieht das an den Mustang-Facilities in den USA. Die holen ja diese völlig freien Pferde, wild aufgewachsenen Pferde rein. Und durch die Arbeit und durch die, die sie entwickelt haben, um die Pferde an den Menschen zu gewöhnen, weiß man, das kann klappen. Also das mag jeder selber entscheiden. Wie gesagt, meine Abwägung wäre, ich lasse sie lieber frei aufwachsen und habe dann ein Jahr mehr Arbeit. Es hat auch noch einen weiteren Grund, die spätere Integration in eine Gruppenhaltung, die ist dann viel einfacher, weil die Pferde das komplette soziale Leben eigentlich gelernt haben und sie wissen, wie sie mit anderen Pferden umgehen müssen. Und
eine Gruppenhaltung, das ist auch wieder aufgrund meiner Arbeit, jetzt habe ich die Erfahrung, eine Gruppenhaltung bringt eine stabile Psyche für die Pferde hervor und sie hält sie auch. Ja? Ich merke das daran, wenn die Pferde im Winter plötzlich im Stall stehen, dann merke ich, dass sie psychisch instabiler sind. Jetzt könnte man sagen, das liegt ja dran, dass sie im Stall stehen. Oder dass es Winter ist, könnte man sagen. Ja? Dann habe ich aber auch Pferde, die sind erst im Stall gestanden und sind dann in die Gruppenhaltung im Winter gekommen. Ich habe es aber auch andersrum. Und da meine ich, erkannt zu haben, dass wirklich der ganzjährige Auslauf, die ganzjährige Gruppenhaltung die Psyche am stabilsten hält. Und was halt auch noch dazu kommt, schon vorm Anreiten oder auch während des Winters, wenn die ganze Zeit draußen sind und laufen können, sie sind einfach besser trainiert. Und sie sind auch dadurch, dass sie in der gleichen Haltungsform bleiben, wirklich psychisch stabiler. Ich weiß, es gibt Gegenden, da sind die Flächen nicht da. Es gibt auch Landwirte, die lassen ihre Pferde da nicht rauf. Da muss man eben immer abwägen, wie man das ja, am besten hinbekommt. Das ist auch von einem Gestüt, das ist eine Gruppe. Und da haben die dann die Pferde nach Altersstrukturen sortiert. Dagegen gibt es ein Beispiel von Przewalski-Pferden aus dem Zoo. Die hatten eigentlich immer viele Verletzungen bei ihren Fohlen. Und sie haben eigentlich immer die Stuten kurz vor der Geburt separiert, damit die in Ruhe abfohlen konnten. Und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, die Verletzungen haben wir eh, jetzt lassen wir die mal in der Gruppe abfohlen. Das hat dann in den ersten Jahren zwar genauso viele Verletzungen bei den Fohlen gehabt, aber danach wurde es besser. Und warum wurde es besser? Weil die jungen Pferde, die noch gar keine Fohlen hatten, die konnten sich von den alten Stuten abgucken, was mache ich denn überhaupt mit meinem Fohlen? Und plötzlich waren die Verletzungen weg. Und deswegen halt, wenn möglich, die Pferde längere Zeit in einer Gruppe halten, bei denen sie sich von älteren Pferden was abschauen können. Und ein Beispiel von einer Gruppenhaltung, das ist die Einfahrt zum Gestüt Kladruby in der Tschechei. Und wir sind da reingefahren und beim Reinfahren gucke ich nach links und gucke ich nach rechts und ich sehe da Pferde. Die Zäune sind so hoch. Dann sind wir also den Weg zu Ende gefahren, haben den Gestützleiter getroffen und die erste Frage von mir war, springen die da nicht rüber? Und dann sagte der zu mir, das vergesse ich nie, diesen Satz, warum sollten sie? Und da ist mir eigentlich klar geworden, was die Aufzucht alles bewirkt. Wenn wir die meisten Pferde, die wir hier haben, mit solchen kleinen Zäunen einzäunen würden, die würden einfach rüberspringen. Aber die hatten einfach dadurch, dass sie in der Gruppe waren, große Flächen zur Verfügung, überhaupt keinen Grund, da rauszuspringen. Jetzt nochmal Zusammenfassung von dem. Das ist jetzt so überschneidend zwischen Aufzucht und Haltung. Die Pferde lernen eben durch die gute Aufzucht und durch die gute Haltung das Sozialverhalten. Sie haben Sozialkontakte, sie haben die Bewegung, sie haben Fellpflege durch Wälzen. Sie lernen auch, dass es mal Auseinandersetzungen gibt, dass man eventuell sich unterordnen muss, dass man mal gewinnt. Und das ist eigentlich das, was man durch diese Haltungsform und auch durch diese Aufzucht ja, gewinnen könnte. Und was halt auch wichtig ist, wenn ich jetzt Pferde habe, die ich anreite oder die ich reite und ich sehe die Pferde auf der Weide und sehe da ein völlig ausgeglichenes Pferd und beim Reiten ändert sich das, dann weiß man schon, okay, da müssen wir mal überlegen, wie wir diese Ausgeglichenheit wieder hinbekommen. Die Voraussetzung für Leistung ist geübt, trainiert, physisch ausgeglichen, unter anderem. Jetzt zeige ich mal so ein paar Beispiele von Einsatzzwecke. Wer genau hinsieht, das sind Maultiere, aber ich habe das mit Pferden leider nicht gefunden. Aber es wäre ja auch möglich. Also ins Gelände gehen, sagen wir mal so. Wir haben die Vielseitigkeit. Wir haben das Springen. Und wir haben Dressur, unter anderem. Es gibt natürlich noch viel mehr, von dem wir ja auch gehört haben. Jetzt, warum habe ich jetzt diese Reihenfolge gemacht? Fällt das irgendjemand auf? Die Reihenfolge ist, ich fange mal gleich hier an, das Pferd hat einen Taktfehler. Ja? Das heißt schon, es ist physisch gestresst, obwohl es ja eigentlich in einer guten Schule ist. Ne?
Ja, warum diese Reihenfolge? Jedem ist es eigentlich klar, wenn wir Pferde so nutzen, dass wir über solche Brücken gehen oder überhaupt solche schwierigen Wege gehen können, dann brauchen wir das top ausgeglichene Pferd, das super ausgebildete Pferd, das absolut ruhig ist. Denn wenn auf dieser Brücke das Pferd in Panik bekommt, dann ist es lebensgefährlich für Mensch und Tier. Bei der Vielseitigkeit müssen wir uns auch sehr auf die Pferde verlassen. Das wird auch ziemlich gefährlich. Beim Springen, ja, es kann gefährlich werden, aber die Gefahr, dass man ins Hindernis reinfliegt oder so oder mit dem Pferd stürzt, ist schon deutlich geringer. Und wo haben wir die geringste Gefahr? Beim Dressurreiten. So ein Pferd, das kann man buckeln, das kann man steigen, das kann man durchgehen, das handeln wir doch alles. Kein Problem. Aber was passiert? Die Dressurpferde, bei denen wird am wenigsten auf die psychische Stabilität geachtet, weil wir das einfach, weil es nicht gefährlich für uns ist. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, ja, wenn wir ein Dressurpferd haben, was so stabil ist wie die Pferde im Gebirge da, das ist einfach ein Traum. Aber die meisten begreifen es einfach nicht. Ja? Und da muss man dann wirklich versuchen, jedem beizubringen, Leute, ihr müsst eure Pferde wirklich psychisch stabil hinbekommen. Ihr müsst immer, wenn da was schief geht, müsst ihr das wieder zurückdrehen, dass ihr das wieder hinbekommt. Stellt euch vor, ihr müsst euch so auf das Pferd verlassen. Und dann gibt es richtig gut ausgebildete Pferde. Jetzt stellen wir uns, jetzt kommen wir zum Umgang mit dem Pferd. Jetzt stellen wir uns vor, wie wirkt sich denn unsere Psyche auf die Psyche des Pferdes auf? Also wir haben ja jetzt gut aufgezogene Pferde aus guter Haltung und für diese Tiere ist eigentlich alles, was in der Gruppe passiert, ziemlich nachvollziehbar. Wenn sie aufgefordert werden, hier mal Platz zu machen von einem Ranghöheren, dann wissen sie, was passiert, wenn sie es nicht machen und sie wissen auch, was passiert, wenn sie es machen. Ist so die Rangfolge ziemlich gleich, dann gibt es halt mal Auseinandersetzungen. Ist die Rangfolge deutlich unterschiedlich, wenn der Ranghöhere das anschafft, dann geht das rangniedrigere Pferd. Jetzt kommen wir ins Spiel. Wir kommen zu unserem Pferd und sind müde. Wir kommen zu unserem Pferd und sind geistig noch abwesend. Wir sind noch im Büro mit dem Kopf. Ja? Wir sind verärgert über den Tagesablauf, über jemand anderen oder gar über unser Pferd. Wir sind krank, meinen aber, wir müssen jetzt unbedingt unser Pferd arbeiten. Ja, das Pferd kann nicht stehen, wir müssen da drauf. Wir sind manchmal kraftlos, das ist was anderes als krank. Wir haben am Tag vorher viel geleistet. Ja? Und dann sind wir topfit. Und dann fordern wir vom Pferd. Aber weil wir das abwechselnd sind, müde, abwesend, verärgert, krank, kraftlos, topfit, sind wir für unsere Pferde eigentlich ganz schwer einschätzbar. Denn es sollte die Hilfengebung immer gleich sein, die Korrekturen sollten immer gleich sein. Und wenn man jetzt, nehmen wir das Beispiel krank, ja, dann sollten wir lieber eine Pause machen. Anstatt uns krank oder verärgert, ist genau das Gleiche, verärgert, geistig abwesend. Wir sind einfach nicht so, dass wir das genauso korrekt geben können. Ja, dann sollten wir lieber Pause machen, entweder kurz warten, bis wir wieder runtergefahren sind, bevor wir aufsteigen, oder einfach sagen, nee, heute, den Tag, da mache ich was anderes mit meinem Pferd. Die Pferde können sich teilweise dran gewöhnen, aber es können sich nicht alle dran gewöhnen. Das merkt man dran, wenn man Schulpferde hat, gute Schulpferde und auch auf die Schulpferde achtet. Es gibt Pferde, die gewöhnen sich an die unterschiedlichen Reiter. Sie können sie auch einschätzen, welchen Reiter habe ich denn heute. Es gibt aber auch Pferde, die schaffen das nicht. Und wenn ich natürlich so ein Pferd habe, was das Schwierigkeiten damit hat, unterschiedliche Menschen auf sich zu tragen. Das Pferd hat auch Schwierigkeiten, unterschiedliche ja, Ausdrucksweisen des gleichen Reiters zu ertragen. Also, wir Menschen geben halt oftmals wechselnde Signale bei gleichen Situationen und das wiederum bereitet den Pferden Unbehagen oder es gibt Missverständnisse. Also wir sollten das vermeiden, wir tun es aber trotzdem. Aber es sollte immer bei uns im Kopf sein, dass das schwierig für die Pferde ist. Und dadurch, ja, wir sind immer noch beim Umgang, sind noch gar nicht beim Training, ja, dadurch haben wir schon mehr Einfluss auf die Psyche als jedes Training. Weil wir wollen ja beim Training das psychisch richtig leistungsbereite Pferd haben.
Also müssen wir diese ganzen Einflussfaktoren, so weit wie es irgendwie geht, reduzieren, minimieren oder gar abstellen. Also nochmal die Zusammenfassung von den ersten drei Punkten. Sie sehen, das ist so ähnlich wie für mich wie bei der Skala der Ausbildung eine Pyramide, die aufeinander aufbaut. Wir haben die Aufzucht, wir haben das frühe Handling im Gegensatz zur Aufzucht. Wir haben den Einsatzzweck und vor allem, wie wir dann mit den Pferden umgehen. Dann haben wir unsere täglichen Befindlichkeiten. Und dann kommt noch dazu, was wir eigentlich mit den Pferden erreichen wollen. Ich habe jetzt beispielsweise nur das Turniersystem drauf gemacht. Wir haben ja irgendeinen Plan. Und diesen Plan soll sich das Pferd unterordnen. Das muss aber andersrum sein. Wir müssen gucken, was kann das Pferd leisten und unseren Plan dann halt irgendwann überdenken. Ja, wir haben jetzt die ganzen Einflussfaktoren angesprochen, oder ich habe sie angesprochen, aber die Frage ist, wie wirken sich denn diese Einflussfaktoren aus, die wir da aufs Pferd bringen? Wir haben mangelndes Sozialverhalten. Ja, da denkt man, wenn ich jetzt auf Turnier bin oder beim Reiten, spielt ja keine Rolle. Ja doch, das spielt schon eine Rolle. Denn wenn wir Pferde mit anderen Pferden reiten, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder das Pferd ist alleine, hat nicht gelernt, dass es sich auf den Menschen verlassen kann, wird schwierig. Aber was auch noch viel öfter vorkommt, dem Pferd, was das Sozialverhalten noch wenig gelernt hat, kommt ein anderes Pferd entgegen. Und dieses Pferd kann ganz schwer einschätzen, mit welcher Intention dieses andere Pferd ihm entgegenkommt. Klar kann ich einen riesen Abstand halten, aber manchmal ist man ja auch mit anderen Reitern in der Halle, die da auch gar nicht drauf achten. Und wenn die Pferde ein gutes Sozialverhalten haben und das gelernt haben, dann können sie ganz, ganz schnell erkennen, dieses Pferd, was mir entgegenkommt, ist voll konzentriert auf seinen Reiter und es greift mich nicht an, obwohl es frontal auf mich zukommt. Und das, wie gesagt, das können die Pferde von klein auf lernen, wie sieht ein anderes Pferd aus. Gegen Pferde, die dann wirklich die Mimik haben, ich greife dich an, klar, dagegen kann man nichts machen. Wir haben, das Problem ist, wir haben mit den Pferden eventuell einen ortsbezogenen Stress, zum Beispiel den Turnierplatz. Und wenn wir es jetzt inzwischen geschafft haben durch die Ausbildung, dass das Pferd sich auf uns verlässt, weil es das von klein auf gelernt hat, man kann sich auf andere Lebewesen verlassen, dann ist so ein ortsbezogener Stress auch viel leichter wieder hinzubekommen. Weil das Pferd einfach auch durch die gute Ausbildung, die man ihm angedeiht hat lassen, einfach gelernt hat, es passiert sowieso nichts. Wir haben einen situationsbezogenen Stress. Als Beispiel nehme ich mal das Bewirtungszelt auf dem Turnier. Oder wo wir auch sonst immer mit dem Pferd hingehen. Straße, irgendwas. Ja? Wenn Pferde gelernt haben, sich auf andere Lebewesen zu verlassen, dann sind solche Situationen viel leichter zu handeln. Weil sie haben einfach gelernt, erstens mal von anderen Tieren, anderen von dem Reiter, der lobt und weiß, okay, alles ist gut. Man kann das viel besser handeln. Und ich komme später noch drauf, was es bewirkt, wenn sie das nicht können. Ganz wichtig sind Flashbacks, an die man überhaupt nicht denkt. Wir haben ja nicht alle unsere Pferde von Fohlen auf. Wir übernehmen die Pferde von irgendjemandem und wissen nicht, was mit passiert ist. Und Flashback, ich habe das auch erlebt. Ich hatte ein Pferd, da wusste ich schon, im Springen ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Dann wird er halt erstmal Dressur geritten. Das war so ein Allrounder. Dann wird er erstmal Dressur geritten. Also war ich auf dem Turnier, auf dem Dressurplatz. Und das ist auch was ich nie vergessen werde. Ja? Ich war also auf dem Turnierplatz mitten in der Aufgabe und der Springplatz war so 10 Meter höher über mir. Und auf diesem Springplatz hat ein anderes Pferd einen Sprung niedergemacht. Also wirklich, der muss den kompletten Ochse abgeräumt haben. Und ich saß auf einem Pferd, bei dem ist der Schweiß ausgebrochen. Das hat natürlich zu dem gepasst, dass es beim Springen schwierig war. Ja? Und das ist einfach ein Flashback von irgendwas, was mit dem Pferd früher passiert ist. Und dagegen kann man nichts machen. Man kann einfach nur sagen, okay, wir hören jetzt auf. Und ich bin dann einfach abgesessen und habe gedacht, was ist jetzt eigentlich passiert? Und das ist mir das hinterher gedämmert. Jetzt kommen wir zum Training. Ich habe Paul Stecken, bei dem ich gelernt habe, der war der Inspektion der Reiter bei der Kavallerie. Der war also derjenige, der geguckt hat, geht das alles richtig. Von dem habe ich die grundlegende Ausbildung, auch die Ruhe mit dem Pferd und alles wirklich gelernt. Ne?
Da gab es einen Spruch bei den Kavalleristen, Pferd müsste man sein, dann geht es einem gut. Da habe ich gedacht, wie kommt jetzt der Spruch zusammen? Und da ist mir, wenn man jetzt mal zurückgeht zu dem Bild im Gebirge, ja, die Kavalleristen mussten sich auf ihre Tiere unheimlich verlassen. Egal was passiert ist, wenn das Pferd Nerven bekommen hat, dann war das für die Kavalleristen lebensgefährlich. Und in den guten Schwadronen, aus denen auch Herr Stecken kam und auch praktisch die Aufsicht drüber hatte, da waren die Pferde wirklich psychisch richtig topfit. Und das haben wir von ihm auch gelernt. Ja. Wir durften, wenn er irgendwie gemerkt hat, dass wir ein Pferd irgendwie hart anfassen, ja, dann gab es richtig Ärger. Korrektur ja, aber hart war schon wieder verboten. Und die Korrekturen, die sollte er möglichst nicht sehen. Ne? Und dadurch haben wir die Pferde eigentlich richtig gut stabil gehalten. Also das war auch in so einer Reitschule, wo die Pferde dann auch in Lehrgang gehen, war das absolut notwendig. Und daraus kann man eigentlich, also der nächste Satz, halt, Entschuldigung, jetzt habe ich einen weitergemacht. Der nächste Satz, das sind jetzt zwei Sätze von Paul Stecken. Pferde gehen gerne richtig. Ja, der wird heutzutage, gerade in Deutschland, oft zitiert, alle beiden Sprüche. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn man das mal hinterfragt? Und vor allem, wenn man bei Paul Stecken die Lehre gemacht hat, ja, dann weiß man das. Sollte irgendwas anders gehen, als man sich das vorgestellt hat, das Pferd hätte es gerne gut gemacht. Denn genauso wie wir uns richtig bewegen wollen, wenn es irgendwie geht, ja, möchte das Pferd sich optimal bewegen und die Lektionen, die wir ihm anschaffen oder die Aufgaben gut ausführen, denn dann ist es für das Pferd leicht. Wenn also irgendwas schief geht, müssen wir uns fragen, was ist schiefgegangen und wie können wir das wieder verbessern? Oder was haben wir beim Pferd gefordert, was es nicht leisten konnte? Und der zweite Satz, der so simpel ist, ja, richtig reiten reicht. Ja, das war eigentlich das, was wir damals gelernt haben. Wenn wir die Reitlehre korrekt befolgen, dann können die Pferde richtig gehen. Und das war so meine prägende Ausbildung, die ich gehabt habe. Und da stehe ich also voll dahinter noch. Jetzt kommen wir Jungpferdeausbildung. Damit fängt es ja nun mal an. Wir müssen als erstes sicher das Pferd an Zaumzeug und Sattel gewöhnen und dann anlongieren und dann Reiter aufsitzen. Das passiert ganz alleine meistens in der Longierhalle oder in einem abgesperrten Bereich, das ist einfach sicherer. Und die Pferde müssen sich auch natürlich daran gewöhnen, dass sie mal alleine gearbeitet werden. Aber wenn diese Arbeit passiert ist, dann kommt eigentlich der nächste Punkt, dass wir die Remonten mit anderen Pferden arbeiten. Und das war auch bei der Kavallerie, das war das A und das O. Ich meine, ich hatte Glück, wir hatten 14 Lehrlinge, waren wir ja, und wir hatten genug Reiter, die einfach das gemacht haben, was wir gebraucht haben. Das ist heutzutage schon schwieriger. Die Remonte mit anderen Pferden arbeiten heißt, ich habe ein Führpferd und der Reiter auf dem Führpferd hat den Abstand zu halten, nicht das junge Pferd dahinter. Das junge Pferd lernt also erstmal, ohne dass wir überhaupt mit den Zügeln bremsen müssen oder treiben müssen, lernt einfach mal zu laufen. Und dieses ganz neue Reitergewicht irgendwie auszubalancieren. Wir reduzieren also die Anforderung dadurch, dass wir ein Führpferd haben. Denn ansonsten müssten wir mit Zügel und Beinen einwirken. Was auch gut ist, habe ich vorhin schon angesprochen, die Pferde zuschauen lassen. Wir haben eine Anfrage bekommen von einer Portugiesin, die hat uns gefragt, ist es denn eigentlich möglich, dass meine Jungpferde, die um den Reitplatz herum aufwachsen, viel leichter anzureiten sind? Das beobachte ich jetzt seit Jahren. Ja, das kann sein, weil die Pferde nämlich lernen, wenn da einer oben drauf sitzt, das scheint gar nicht so gefährlich zu sein. Vielleicht fällt jemandem schon der Nachteil dazu ein. Wenn ich natürlich die Pferde da auf diesem Platz so reite, dass sie Stress zeigen, ja, dann könnte das Anreiten schwieriger werden. Weil dann lernen die Pferde, oh, das ist ungünstig. Jetzt kommen wir nochmal zu der Gruppe. Springtraining war bei uns eigentlich immer in der Gruppe. Wir nehmen mal ein Geländehindernis. Wir hatten eine super Geländestrecke in Dorbau mit so ganz kleinen Hindernissen und da sind wir meistens mit den jungen Pferden zuerst drauf, nachdem sie im Sprunggarten schon mal ersten Hindernisse gemacht haben, auch mit anderen Pferden gezogen. Jetzt kamen dann neue Hindernisse dazu und das junge Pferd ist stehen geblieben. Aber wir waren ja zu fünf, zu sechs, zu zehnt, ja.
Und diese anderen Pferde, die dabei waren, die sind, ein Teil sind vor dem jungen Pferd gesprungen, die anderen waren aber hinten dran. Das junge Pferd war da irgendwo in der Mitte. Dann sind 1, 2, 3 Pferde vorne weggesprungen. Wenn wir Glück hatten, ist das junge Pferd hinterher gesprungen. Wenn nicht, ist es stehen geblieben. War auch nicht weiter schlimm. Es waren ja noch Pferde hinten dran. Die Hindernisse waren breit. Die Pferde sind an neben dem Pferd vorbei und sind drüber gesprungen. Und die, die drüber waren, die waren schon wieder auf dem Weg in den Rücken zum Pferd. Und dann sind da plötzlich ein Pferd nach dem anderen immer an dem jungen Pferd vorbeigesprungen. Und irgendwann ist das drüber gesprungen. Kein Stress, einfach der Herdentrieb immer hinterher zu meinen anderen. Also das war so beeindruckend, wie fast jedes Pferd dann irgendwann darüber ist. Ne? Und was wir dann auch noch gemacht haben, wir hatten ja auch noch heftig teilweise Pferde, die waren einfach gehfreudig und die wollten immer vorwärts gehen. Ja, und dann hätten wir ja irgendwie einwirken müssen. Und gerade beim jungen Pferd, was das alles noch nicht so kennt, das hätte zu Stress führen können. Was haben dann die anderen gemacht? Die sind entgegengekommen, auf einer ganz großen Wiese. Da ist ein Pferd nach dem anderen, ist diesem jungen Pferd entgegengekommen. Und je mehr Pferde entgegengekommen sind, desto langsam ist das Pferd geworden, weil es wollte hinterher. Und das alles kann man nutzen, wenn Pferde eben ja, gut aufgezogen worden sind. Die Kavallerie hatte ja früher auch immer die Pferde in großen Gestüten zum Aufziehen. Die haben das so gemacht. Ne? Und ja, das wollte ich mal so wirklich anmerken. Das ist wichtig und wenn es irgendwie geht, sollte jeder dem anderen Reiter helfen, sowas durchzuführen, weil wir müssen ja jetzt, weil wir nicht 14 Lehrlinge oder noch mehr haben, ja, müssen wir irgendwie unsere Stallkollegen dazu bringen. Oder eben auch mal fragen, ob jemand helfen kann, bevor man da ganz alleine mit dem jungen Pferd irgendwas versucht. Ja, wichtig ist, die langsame Ausbildung ist immer die Frage, was ist langsam? Aber so einer der wichtigsten Grundsätze, ein Pferd psychisch stabil zu halten, das ist unsere Idee, was wir mit dem Pferd machen können. Wir haben jetzt eine Lektion geübt und die hat 2 Wochen lang hat das gedauert, bis das Pferd das einigermaßen begriffen hat. Und jetzt hat das Pferd die Lektion gemacht. Klar, Pferd kann es. Am nächsten Tag muss es das wieder machen. Nein, das, was das Pferd gerade geschafft hat, das muss in unserem Kopf sein, wow, das war ein Highlight. Und dann müssen wir auf dieses Highlight warten. Oh, heute geht's wieder. Und das kann auch deutlich schlechter wieder sein. Wir müssen da erstmal mit zufrieden sein. Ja? Und dann kommt dieses Highlight immer öfter. Und wenn wir dann 3, 4 Wochen oder vielleicht dauert es auch Monate gebraucht haben, und dann können wir es plötzlich jeden Tag abrufen, dann können wir irgendwann dazu übergehen und zu sagen, das fordern wir jetzt, das ist jetzt unsere Basis. Und arbeiten aufs nächste Highlight, mit dem wir genauso vorsichtig umgehen. Das macht ganz viel aus, ob die Pferde die Arbeit freudig machen oder ob sie denken, kaum habe ich was gemacht, geht das ungute Gefühl los. Vielseitige Ausbildung. Ja, man hört es immer wieder. Früher war es so, dass ein Pferd, was, sagen wir, Dressur M ging, L springen sollte, mindestens L springen gehen sollte. Also egal, wie man sieht, eine Stufe in einer Disziplin, die andere eine drunter. Das war eigentlich normal. Ich meine, heutzutage kriegen ja manche schon, Dressurreiter manchmal schon die Panik, wenn sie über eine Stange müssen. Ja? Geschweige denn, dass wenn sie M reiten, dass sie über den L-Parcours gehen. Also, aber was kann man sagen, ja, ist ja egal. Aber was bringt das? Nehmen wir mal das Krafttraining im Gelände, überhaupt das Geländereiten. Wenn man das Glück hat und in einer bergigen Gegend wohnt, dann gehen wir die Berge hoch, die Berge runter. Ja, gut, sagt jeder, schön und gut, macht Spaß. Nein, aber es hat einen großen Sinn. Wenn wir berghoch gehen, dann trainieren wir die Schubkraft. Wenn wir bergrunter gehen, trainieren wir die Tragkraft. Und es gibt noch mehr. Wenn wir jetzt schräg zum Hang gehen, wenn man sich das mal anguckt, die Bilder, ja, dann ist die Fußung ungefähr die gleiche als bei einer Traversale. Dieses schräge Aufsitzen und Kippen. Das heißt, wenn wir im Gelände reiten, trainieren wir die Bänder, die Sehnen, die Muskeln, schon bevor das Pferd überhaupt die Leistung in einer Lektion bringen muss. Und wenn ich dann natürlich dem Pferd sagen kann, wow, du hast Kraft, deine Gelenke, Bänder sind stabil, jetzt zeige ich dir mal, was du damit machen kannst, dann ist das für das Pferd viel angenehmer, als wenn ich dem Pferd sage, ich will jetzt diese Lektion von dir, ich weiß, du tust dich da unheimlich schwer, aber jetzt mach mal. Und da kann man sich so viel Freude bei der Ausbildung hervorbringen, ja, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn es irgendwie geht.
Die vielseitige Ausbildung, die bringt auch noch die Generalisierung von Situationen und Orten hervor. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, da komme ich, wo ich gesagt habe, ich komme noch dazu. Es ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir einmal auf dem Turnier waren oder egal was, einmal auf dem Volksfestplatz durchgeritten sind, egal was wir mit unseren Pferden machen oder einmal eine Straße überquert haben, das haben wir dann geschafft. Aber wir müssen das generalisieren. Man sagt so ungefähr, bevor Pferde auf verschiedenen Orten zu reiten sind, müssen sie so 10 verschiedene Orte kennengelernt haben, 10 verschiedene Springplätze, 10 verschiedene Turnierplätze, dass sie generalisiert haben, egal wo ich hingehe, es passiert mir nichts. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Das braucht ganz viel Routine, ganz viel Erfahrung. Und selbst wenn die Pferde das 2-3 Mal auf dem Turnierplatz oder auf der Straße gut gemacht haben, es kann uns dann immer wieder passieren, wenn wir das zu wenig geübt haben, dass wir plötzlich mit dem Pferd dastehen, wo die Nerven völlig blank liegen. Und wie man generalisieren kann, das kann man an den Polizeipferden erkennen. Also das ist faszinierend. Wenn man ein Polizeipferd bei dem Training zuguckt, wir hatten das mal in Marbach gesehen, im Gestüt, da war die Polizeireiterstaffel wirklich bemerkenswert. Nur haben die Polizeireiter gesagt, es gibt Pferde, die schaffen das nicht. Und das sollten wir auch im Kopf haben. Es gibt Pferde, die haben mit den Situationen auch auf Dauer, die wir ihnen abfordern, Schwierigkeiten. Und da müssen wir dann uns überlegen, haben wir das richtig oft genug trainiert? Oder haben wir vielleicht ein Pferd, was die Nerven einfach gar nicht dazu hat? Und das passiert bei den Polizeireitern. Nach 2, 3, 4 Jahren Ausbildung stellen die fest, okay, wir müssen dieses Pferd verkaufen, es schafft den Dienst nicht. Da steckt dann viel Ausbildung dahinter und dann sagen sie, nee, geht nicht. Ja, die Ausbildung, wir haben ja von Ausbildungsplänen gehört, das ist ganz wichtig, aber wir müssen den Ausbildungsplan auch jeden Tag überprüfen. Wir haben einen Plan, wir üben das und das und das und unser Ziel ist da und wir haben das alles runtergestaffelt und da müssen wir hin. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, ich sitze auf einem Pferd, ich bin ja jetzt 3 Tage zurück, 3 Wochen zurück, irgendwas geht nicht, ja. Und dann müssen wir mit unserem Ausbildungsplan so weit in der Ausbildung und in dem Überprüfen, wo ist eigentlich der Punkt, wieder zurück, bis wir das Pferd wieder da abgeholt haben, wo es gerade ist. Also an welchem Stand muss ich denn alles reduzieren, dass mein Pferd wieder körperlich und psychisch leistungsfähig ist. Und wenn ich Glück habe, gehe ich da kurz zurück und komme am Ende der Stunde wieder an den Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Wenn ich Pech habe, ist irgendwas passiert, was das Pferd eben um Wochen zurückschmeißt oder Tage, ja, dann ist es halt so. Ich komme da wenig drüber weg, wenn ich irgendwelchen Druck mache. Überlastung vermeiden, haben wir auch schon heute gehört. Es ist ganz wichtig. Ja, Überlastung. Die Grenze zwischen Überlastung und Trainingsreiz. Irgendwo haben wir da eine Grenze. Es ist beim Springpferd, ist es relativ einfach zu sehen. Ich habe einen Parcours, ich habe den einmal geritten, ich habe den 2-mal geritten, beim 3. Mal tritt er alle Sprünge runter. Ja gut, dann kann er wohl nicht mehr. Dann habe ich zwar einen Trainingsreiz beim 2. Mal gehabt, aber beim 3. Mal habe ich es überlastet. Und da habe ich auch wieder jemanden in Erinnerung, von der Dame hieß es, sie springt immer bis zur Entscheidung. Die Entscheidung war, wenn alle Sprünge unten waren. Und da kann sich dann jeder vorstellen, solche Pferde, die immer so viel überlastet werden, da kommt der Reiter hin und das Pferd denkt nicht, schon wieder. Aber wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen ein Pferd haben, für das die Arbeit leicht ist. Das kann sich mal anstrengen, aber insgesamt sollte das alles für die Pferde eine machbare Aufgabe sein. Ja, Vermeidung beim Stress vom Training. Das ist ein heikler Punkt. Also es gibt von Pferden, da gibt es ja wenig Forschung drüber, wir können sie ja nicht fragen. Es gibt von Menschen viele Forschungen drüber. Stress beim Training heißt mangelnde Aufnahmebereitschaft, mangelndes Lernverhalten. Wann immer wir Zeichen von Stress sehen, müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall wieder zurückfahren und uns überlegen, wie ist das jetzt gekommen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Pferd hat es falsch verstanden, Pferd ist überlastet. Wir müssen auf jeden Fall wieder zu einem Punkt zurück, bei dem wir das Pferd wieder abholen. Wo das Pferd wieder sagt, okay, jetzt bin ich ruhig, jetzt kann ich wieder arbeiten. Und da kommen wir zu Pausen. Das ist heute schon mal angesprochen worden, oder? Ich weiß nicht, oder habe ich es in der Unterhaltung gehört? Es gibt Pferde, die brauchen einfach Pausen, um wieder runterzufahren. Und da gibt es vom
Geithner, der verkauft die Wohlfühlbox. Diese Wohlfühlbox bringt aber uns Menschen dazu, dran zu denken, wir müssen, der hat auch noch einen Wecker dazu, wir müssen in regelmäßigen Abständen in einen Bereich reingehen, an dem das Pferd runterfährt. Wir brauchen die Box nicht, das mag jetzt Geithner nicht so hören, aber wir können uns überlegen, dass wir in die Mitte des Zirkels gehen, wenn wir jetzt in der Halle sind, möglichst in die gleiche Richtung gucken, da wo sowieso ein bisschen Aufregung immer ist, und da hat das Pferd stehen zu bleiben. Es hat nicht vorwärts zu treten, nicht rückwärts zu treten, stehen bleiben ist ein Grundgehorsam, den muss ich irgendwie hinbekommen, das ist die unterste Basis für ein Pferd, wo ich Ruhe reinbringe. Und dann nehme ich noch einen bequemen Sitz ein und dann weiß das Pferd, okay, ich habe Pause. Und das funktioniert. Es funktioniert wunderbar. Plötzlich reitet man los, hat ein anderes Pferd. Ja, und mit kleinen Lernerfolgen zufrieden sein. Wenn man bei 70% dessen aufhört, was man dem Pferd beibringen will, kann man am nächsten Tag darauf aufbauen. Wenn ich meine, ich möchte es 100% hinbekommen und das Pferd schafft es an diesem Tag nicht, bin ich 3 Tage zurück. Also lieber langsam irgendwie die Leistung steigern, den Erfolg fordern, als einmal zu schnell. Und einmal zu schnell geht noch, zweimal zu schnell geht noch, jeden Tag zu schnell geht die Spirale abwärts und das ist ganz schwer wieder hinzubekommen. Jetzt kommen wir mal zu verschiedenen Ausbildungssystemen. Da gibt es ja ganz oft Diskussionen, reite ich nach so oder ich will jetzt gar keine Namen nennen. Ja. Es gibt für jeden Nutzungszweck, gibt es mal fast, denke ich, für jeden Nutzungszweck ein gutes Ausbildungssystem, was durchdacht ist. Aber was zeichnet ein Ausbildungssystem aus? Ein gutes Ausbildungssystem zeichnet sich dadurch aus, dass die Hilfengebung fürs Pferd verständlich ist. Und zwar für jede Anforderung, die ich dem Pferd übermitteln will, gibt es eine einzige Kombination unserer Hilfen. Und diese Kombination der Hilfen soll beim Pferd immer das Gleiche bewirken. Wenn ich da mit einer Kombination von Hilfen 2 Sachen hinbekommen möchte, dann müsste das Pferd ja in unseren Kopf gucken und sagen, was will er eigentlich? Ja, und das zeichnet ein gutes Hilfensystem aus. Jetzt können wir, oder die Frage, können wir verschiedene Systeme mischen? Also ich sehe das, ich vergleiche das mal so, wenn die Handwerker früher auf die Walz gegangen sind, dann sind die zu den Meistern gegangen und haben von ihrem Meister eine Arbeitsweise mitbekommen. Dann sind sie zum Nächsten gekommen, haben was Neues dazu gelernt. Und daraus, durch diese Mischung, haben sie ihr Handwerk weitergebracht. Jetzt gibt es sicher in den verschiedenen Reitsystemen Hilfen, wo man denkt, oh, das könnte eigentlich viel besser funktionieren. Ich komme da, glaube beim zweiten Vortrag komme ich noch zu solchen Sachen. Nur, um das zu machen, braucht man absolut viel Erfahrung. Und wieder zurück zu dem ersten Punkt, ist dann, wenn ich da was ändere, mein Hilfensystem noch verständlich für das Pferd? Ja, also wie gesagt, es geht, sehr mit Vorsicht und man muss immer überlegen und lieber 5 Leute fragen, darf ich sowas überhaupt machen? Und da kann man wieder sagen, dadurch ist unser Reitsystem ja entwickelt worden. Es war ja nicht von Anfang an so, es ist immer weiter entwickelt worden. Es sind manchmal neue Sachen mit reingekommen, andere wieder verworfen worden. Man kann das zum Beispiel an der HDV 12 nachlesen, wenn man die von 1900, also eine war noch 1800, der Vorgänger, und auch die 1912, 26, 6, 37. Wenn man die mal vergleicht, dann sieht man, wie manche Sachen mal so geändert worden sind. Da haben viele Leute dran gefeilt, aber das ist echt Expertensache. Abstufung der Hilfen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen ja Pferde haben, die psychisch stabil sind, die uns auch gut verstehen. Es gibt jetzt Reiter, die meinen, sie möchten ganz besonders fein reiten. Fein reiten bedeutet, nehmen wir mal den Zügel. Wir stufen unsere Zügelhilfen zwischen 50 und 100 Gramm ab. Das Minimum ist 50, das Größte ist 100. Wir wollen aber dem Pferd vermitteln, das hast du super gemacht, ja, das ist mittel und das musst du korrigieren. Wir müssten also unsere Hilfen, 50 Gramm ist super, 75 Gramm na, nicht so gut, 100 Gramm, das korrigierst du. Ja? Was würde dann passieren? Wir meinen, unserem Pferd vermitteln, du machst das super, haben wir aber 75 Gramm in der Hand.
Also da kann jetzt jeder schon erkennen, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Das kann nicht sein. Wir sollten unsere Hilfen abstufen. Wir sollten die feinen Hilfen, die leichteste Hilfe, die irgendwie funktioniert, das ist unsere Hilfe, mit der wir dem Pferd was übermitteln. Und dann kommt anstatt 75 Gramm 500 Gramm und sagen, hey, das geht auch noch anders. Sporen ist praktisch das, also treibende Hilfen sind das Gleiche. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir, je nach Pferd, mal auf ein Kilo. Und wie weit wir hoch müssen, das kommt immer auf das Temperament, auf den Charakter vom Pferd an, ist bei uns auch gleich. Es gibt Leute, die stellen sich für 30 Euro jeden Tag ins Parkverbot und manche würden das erst lassen, wenn ihr Auto abgeschleppt wird. Also wir sind da auch unterschiedlich, wie wir unsere Korrekturen annehmen. Das heißt, und da gibt es einen Satz, so wenig wie möglich, aber so stark wie nötig. Und man geht halt immer wieder von dem Starken zum Leichten zurück und schaut, ob es funktioniert. Wann beginnt jetzt ein Lernerfolg? Das ist ja nachher wieder, das passt ja wieder zu der Überlastung. Wann überlaste ich ein Pferd und wie lange übe ich mit dem Pferd? Da habe ich immer so zwei Sachen. Also wenn die Lektion gleich bleibt in der Qualität, ja, aber die Hilfengebung plötzlich feiner ist, dann habe ich optisch noch keinen Lernerfolg, aber ich habe den Lernerfolg, weil mein Pferd auf viel leichtere Hilfen die gleiche Qualität der Lektion durchführt. Und, jetzt bin ich abgelenkt, ja, stärkere Hilfen und die Lektion wird besser, habe ich auch einen Lernerfolg, aber ich muss zurück, dass diese bessere Lektion dann auch mit den leichteren Hilfen wieder zu erreichen ist. Und das ist so das System, wie ich aufbaue. Wie beeinflussen andere Menschen die Pferde? Andere Menschen, der Eigentümer kommt, wir sitzen auf dem Pferd und denken, oh, ich muss was zeigen. Und schon reiten wir anders. Schon reiten wir nicht so, wie wir das gewohnt sind. Das müssen wir schauen, dass wir das abstellen. Wir haben andere Umgebungen. Ich werde jetzt ein bisschen schneller. Wir haben andere Umgebungen. Wir gehen auf Turnier. Nehmen wir Dressur M. Total super zu Hause geschafft, wir kommen auf Turnier und stellen fest, ich sitze bloß noch auf dem L-Pferd. Ja, das passiert, aber da müssen wir das einplanen und selbst in der Aufgabe die M-Lektionen weglassen und sagen, okay, dann reite ich halt bloß durch und verzichte auf meine Wertnote. Denn dann komme ich positiv raus physisch. Die Stallgemeinschaft ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Mobbing im Stall ist ganz, ganz ein großes Problem. Gerade, ich weiß das, wenn Pferde korrigiert werden, wenn sie vorwärts, abwärts gehen müssen, wenn die losgelassen erarbeitet wird, dann heißt es immer, dein Pferd läuft auf der Vorhand. Das musst du vorne hochholen und solche Sachen. Und das kann man nicht unterschätzen. Reitschüler, die es bei uns richtig gelernt haben, wo wir den Stall aufgegeben hatten, die waren nach einem halben Jahr waren die auf einer völlig anderen Schiene, wo ich eigentlich bloß dachte, schade, die wären so talentiert gewesen. Und als letztes die Ausbilder. Wenn Sie irgendeinen Ausbilder haben, der zu Ihnen sagt, wir müssen langsamer vorgehen, dann machen Sie das auf jeden Fall. Anstatt ihn zu fordern, es muss schneller gehen. Das ist allemal besser. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch ist. Wer hat noch Fragen? Applaus